Wir sind hier bei den Orang-Utans, weil wir haben heute zum ersten Mal das Orang-Utan-Jungtier von Suma, was am 21. Juli zur Welt kam, hier auf die Außenanlage gelassen. Beiden geht's gut, Mutter und Kind. War auch eine, zum Glück, also besser geht's gar nicht, eine unspektakuläre Geburt. Wir kamen am 21. Juli morgens hier in den Zoo und das Baby war da. Suma hat sie im Arm gehalten. Und dann haben wir die beiden zusammen mit dem Vater Walter erst einmal im Regenwaldhaus Rumahutan belassen, also in den Innenbereichen dieses Gehegekomplexes hier. Und da hatten die dann ein bisschen Zeit für sich, weil das Haus ist ja wegen Corona noch geschlossen. Die Sommerferien waren extrem gut besucht hier und so hatten die dann nicht so viel mitbekommen von dem ganzen Remi-Demi hier draußen. Und jetzt nach den Ferien haben wir gedacht, gut, kann das Kleine mal raus mit Mama und Papa, bisschen Vitamin D tanken und sieht auch super aus. Also normalerweise bekommen die Wildtiere alle ihren Nachwuchs komplett alleine. Wir sind natürlich immer bereit, da zu helfen, wenn es nötig ist. Wir haben ja auch zwei Tierärzte hier bei uns im Zoo. Bei Suma war das ja leider schon einmal möglich, vor 5 Jahren, 2017. Da hatte Suma ja leider eine Totgeburt, die wir per Kaiserschnitt zur Welt bringen mussten. Und daher waren wir natürlich jetzt bei Suma besonders aufmerksam, was die Überwachung der Trächtigkeit angeht. Also Suma war schon damals nach der Totgeburt natürlich einige Tage, einige Zeit, vielleicht einige Wochen könnte man sagen, schon sehr niedergeschlagen, das hat man gemerkt. Sie hat natürlich schon das alles mitbekommen und muss das ja auch erstmal verarbeiten, hat dann natürlich auch besonders intensive Zuwendungen von den zuständigen Tierpflegern und so weiter erhalten, hat ja auch die anderen Orangs in der Gruppe noch gehabt, hat sich dann aber auch irgendwann wieder gefangen. Dann hatten wir ihr aber die Antibabypille gegeben, weil das muss ja alles auch erstmal verheilen nach so einem Kaiserschnitt und die haben wir dann abgesetzt. Ja, und am 6. Dezember 2021 hatten wir dann erstmals einen positiven Schwangerschaftstest bei ihr. Das war natürlich toll, da haben wir uns super gefreut. Und unsere Tierpfleger hatten Suma auch trainiert. Im Rahmen von medizinischem Training haben die ihr dann beigebracht, dass sie ihren Bauch gegen Gitter und gegen das Netz drückt, sodass unsere Tierärztin dann regelmäßig Ultraschalluntersuchungen durchführen konnte. Und so konnten wir dann die ganze Trächtigkeit super tierpflegerisch und tiermedizinisch begleiten und wussten immer, wie die Entwicklung ist. Und Ende Juni, Anfang Juli haben wir dann festgestellt, dass das Jungtier sehr weit entwickelt ist, dass es einen guten Eindruck macht. Das Herz war sehr kräftig, die Plazenta saß auch super, also oben, weil das hätte ja auch noch ein Problem sein können, dass die Plazenta unten sitzt und den Geburtskanal quasi versperrt. War aber alles nicht und da war ich noch eine Frage der Zeit, wann ist es endlich soweit? Und jeden Tag kamen wir in den Zoo und dann immer, ist es da, nee, noch nicht. Und am 21. Juli saß Suma da mit dem Baby im Arm und das hätte ja nicht besser sein können. Also Suma sah schon sehr glücklich aus, also man kann natürlich aber nur viel interpretieren, aber man kennt natürlich Tiere. Ich persönlich kenne Suma ja auch schon jetzt seit fast 20 Jahren, bald schon. Freude. Ja, eigentlich würde ich schon sagen, dass das so eine Art Freundschaft natürlich auch ist, die da entsteht. Natürlich auch zwischen den Tierpflegern viel intensiver, wobei ich ja auch für Social Media immer nette Sachen mit denen mache. Da gibt es immer ein paar Leckerchen und so. Ich glaube schon, dass die mich ganz, ganz gern mögen. Und dann sieht man natürlich schon, ist der Orang heute gut drauf, ist der schlecht drauf. Das erkennt man dann ja irgendwann, wie auch bei einem Menschen. Und Suma sah wirklich sehr glücklich aus. Also an dem Morgen ich habe sie da ja auch besucht. Hat auch das Baby und so gezeigt, guck mal hier und so. Und Walter durfte nicht so gucken, hat es immer so ein bisschen abgeschirmt. Das war schon toll. Ja, also Walter durfte auch gucken, aber die hat mal gesagt, ja, komm mir jetzt nicht zu nah, weil ich meine, wir hatten ja doch ein Gitter zwischen Suma und uns, das wusste sie ja auch. Ne? Und Walter war ja direkt bei ihr drin. Und da ist ja auch gut, dass sie dann so ein bisschen vorsichtig ist. Aber Walter ist auch total nett. Also er ist interessiert, er stört sie jetzt aber auch nicht, bedrängt sie nicht oder so. Er lässt sie da ihr Ding machen, guckt immer mal, oh, was macht die Kleine da. Aber der wird erst so ab einem Alter, wenn das Jungtier so 2 Jahre ist, auch anfangen, vielleicht mal so ein bisschen mit dem Jungtier zu spielen. Die soll erstmal in aller Ruhe hier heranwachsen, zusammen mit Vater und Mutter. Da hat sie ja jetzt erst einmal alle Zeit der Welt für. So ein Orang-Utan ist ja 2 Jahre ununterbrochen am Körper seiner Mutter zunächst und fängt dann erst an, eigenständig zu werden. Und dann, die Jungs sind da so ein bisschen eher, ziehen meistens vielleicht so mit 8, 9 aus. Die Mädels bleiben also mindestens 10, 11, 12 Jahre. Dann haben sie meistens so einen lockeren Kontakt zur Mutter und sind dann ja erst so mit 14, 15 eigenständig und kriegen mit 16 ihr erstes Kind. Ist im Zoo ganz ähnlich. Meistens sind die ein bisschen früher in der Entwicklung. Also das kann man schon im Zoo sagen, dass sie dann auch schon mal so mit 8, 9 die Mädels ausziehen können. Man kann jetzt hier die ganze Aufzucht von dem Kleinen miterleben. Das freue ich mich auch schon total drauf, das zu sehen, wie die Kleine heranwächst. Für die wir erstmal noch einen Namen natürlich jetzt auch irgendwann demnächst finden müssen. Und das wird eine schöne Sache.